Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye! Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ja, wir haben noch ein paar Schätze abzuholen, darunter den Zwillingsbohrer-Schatz, zu denen ich letztes Mal nicht kam. Oh Gott. Easy. Easy. Ich hoffe, das war noch nicht genügend. Das ist mir die Tour versaut. Ich bin jetzt einfach durchgejietet und hatte offenbar auch einen guten Effekt. Easy. So, und noch einen Schatz müssen wir einsammeln. Und der steht ganz da hinten, meine ich. Ja, hier hinten in so einem Eck. Sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Jetzt habe ich Auto-Challenge. Und ein Sammler Gefahrenpiste. Oh nein. Ich sehe den Albtraum. Das ist eine Abkürzung auf jeden Fall, die man nehmen kann. Jetzt darf ich nicht mehr runterfallen. Okay, geschafft. Dieselbe Challenge einfach direkt nochmal. Nur ein bisschen schwerer. So, hoffentlich jetzt nicht direkt noch einmal. Ich hoffe, dass das schnell genug war. Nee. Ich denke mal, man muss das ohne runterfallen schaffen. Weil ich bin ja ein-, zweimal runtergefallen. Na gut, dann gibt's jetzt die nächste Welt. Hier ist übrigens jetzt nichts weiter sonst. So, Feuerhölle im Kraftwerk. Kommt her. Weg mit euch. Böse Fifis. Das ist auch so ein wunderschönes Bild, ne? Dieses Kraftwerk. Das ist ja auch generell etwas, was mir bei dem neuen Kirby gefällt. Keine Welt ist wie die andere. Warte mal. Ich prüfe kurz was. Okay. Ich konnte in keinen von denen reinhüpfen. Ich wollte gucken, ob vielleicht von einem von dem unten so ein versteckter Raum ist. Böse mit der Bombe. Eventuell kann man den Weg nochmal wieder zurück. Weg mit dir. Nee, sieht nicht aus, als ob man den Weg zurück könnte. Oh, Kaffee trinken. Hopp.
Ich brauche eine Fähigkeit. Ich weiß, dass ich einen Feuerdude hab leben lassen. Ach, dann mit dem wenigen Leben ist nicht schlimm. Jetzt nur aufpassen, dass ich nicht nochmal einkassiere. Wurde gerettet! Und vom Prinzip her könnte ich jetzt den Weg zurück. Geheimraum gefunden! Ich will es aber ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Weil am Ende klappt es nicht. Ich gucke nur ab, ob hier dem Weg eventuell noch irgendwas versteckt ist. Nee. Okay. Ab unter die Presse. Böse. Gib mir meinen Kaffee. Irgendwie muss ich ja wach werden. Okay, ich sehe schon, wie ich an den da oben dran komme. Waddle gerettet! Waddle, waddle dich raus! Aus! Mein Saft. Oh, meins. Schnell raus. Ich will nicht zerstampft werden. Ich sehe schon auf jeden Fall, was ich dafür brauche. Ich wollte sagen, hier diese Zeitlupenfähigkeit. Okay, das Ding bewegt sich langsamer jetzt. Einmal kurz auf die Münze pfeifen. Hey, auf die eine Münze kommt es auch nicht an. Geheimraum entdeckt. Ich sehe schon das Problem. Du wirst gegessen. Dann muss ich die Treppe auf den Schalter stellen. Oh, das ist dreckig. Ich muss den zu einem bestimmten Zeitpunkt da drauf stellen. Damit das da hinten das nicht blockiert. Und jetzt schnell rein. Schnell rein in die Rocket. Ja! Aua, Kopfschmerzen. Feuriger Arbeitsplatz hier. Oh, da ist auch ein Geheimgang. Tiefschlafblaupause. Ja, jetzt kann ich noch besser schlafen. Und ich habe letztes Mal gesagt, dazu gibt es bestimmt keine Power. Kaffee!
Da ist nur eine Kapsel für mich zu mitnehmen. Und ich kann den Automatenstopfer, wenn ich schnell genug bin, noch mitnehmen. Den brauche ich bestimmt. Ja, um hier besser durchzukommen. Ha! Dich besiegt! Dich besiegt, ich habe. Okay, was ist die letzte Aufgabe, die jetzt noch fehlt? Nicht diese Kapsel zu finden. Okay. Ich passe genau in diese Form rein. Ich muss dafür sorgen, dass ich durch die Form passe. Und dann hier durch. Waddle ist gerettet. Aber ich habe wieder eine Aufgabe verpennt bisher. Vielleicht ist ja noch eine. Irgendwas, das ich übersehen haben könnte. Nee, sorry, ich sehe jetzt nicht, was ich übersehen habe. Was habe ich übersehen? Lass dich nicht zerquetschen. Ach ja, ich bin einmal zwischen den Wänden zerquetscht worden. Na gut, einfach einmal offscreen nochmal so durch, das schaffe ich. Wisst ja, was ich denn da tun werde. Tiefschlaf-Blaupause. Warum kriege ich dafür eine Blaupause? Jetzt kann ich besser schlafen. Ey, wäre ich nicht einmal zerquetscht worden, ne? Dann hätte ich da jetzt sogar schon alles. Gibt's irgendeins, was jetzt gerade in Fragezeichen gehüllt ist? Den Blizzard-Eisschatz habe ich offenbar noch nicht gemacht. Und den Kegelstopfer-Schatz. Ja, Blizzard-Eis dann zuerst, ne? Kegelstopfer irgendwo, wo ich was übersehen habe. Den mache ich auch gleich noch. Oh ja, Magma-Schlitterei, das war letztes Mal so überraschend. Okay. Übers Eis schlittern und die Dinger mitnehmen. Geht weg. Nicht stehen bleiben. Jetzt sammeln wir das ein. Okay, der Weg ist geebnet. Easy. Okay, dann fehlt nur noch der Kegelstopfer. Das habe ich sogar perfekt geschafft. Guck mal, wie viele Herausforderungen ihr in einer Folge bekommt. Wo habe ich den denn übersehen? Schon wieder eine Woche her, seit ich aufgenommen habe hier. Also zu Kirby.
Trapezen habe ich liegen lassen. So, auch wieder hier mit den Formen oder was soll ich jetzt machen? Durch den Boden. Hoch und runter Turm. Okay, einfach durchheaten. Einfach durch. Oh nee, das ist gemein. Hui! Zum Glück kann man so hier durch. Easy. Auch mal war ich nicht in dem Wasserstrahl. Der Kegel hängt ganz merkwürdig. Okay, nur das mit dem Auto muss ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Okay, einmal zur Waddley-Stadt zurück. Und dann die Blaupause einmal durchschauen. Jetzt kann ich Schlaf weiterentwickeln. Jetzt kann ich noch besser pennen. Ich will mich im Schlaf wehren können, bitte. Das wäre ein Traum. Wahrscheinlich einfach nur eine bessere Heilung. Aber schön, dass man das weiterentwickeln kann. Bringt wahrscheinlich fast genauso wenig wie das erste davon. Was für eine schöne Mütze. Gibt auch nur eine Aufwertung offenbar dafür. Kirby sieht sehr erfreut aus. Ach, bei Tiefschlaf kann ich das gezielt machen. Oh, guck mal. Ich kann in meinem Bettchen schlafen. Aufstehen, Kirby. Oh, das gibt sogar einen Kraftbonus. Soweit ich das gesehen habe. Ja, das gibt einen Bonus. Na gut, dann bringt der Tiefschlaf ja wirklich was. Kann ich mir jeden Bonus damit einmal gönnen? Oder steigert sich das einfach nur immer weiter? Weil dann kann ich mir diese Tränke da oben sparen. Einmal vor jeder der Runde eben kurz einmal Tiefschlaf durchhauen und beide Fähigkeiten gönnen. Das ist nützlich. So, von welcher Fähigkeit fehlt denn jetzt überhaupt noch die Meisterfähigkeit? Ich glaube, nur hiervon fehlt noch. Na gut, dann würde ich sagen, hier war es das dann jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!